Über das Thema Abtreibung wird oft besonders emotional diskutiert und es stellt sich die Grundsatzfrage, welches Recht triumphiert? Das Recht des Fötus auf Leben oder das Recht der Frau auf die Unversehrtheit über ihren Körper? Ab einem gewissen Zeitpunkt ist der Fötus auch außerhalb des Mutterleibs überlebensfähig und spätestens dann muss eine Abtreibung als Mord gelten. Da aber besonders in Anbetracht der medizinischen Versorgung jeder Zeitpunkt der Überlebensfähigkeit willkürlich gewählt ist, stellt sich die Frage, ob eine Abtreibung bereits ab Verschmelzung von Ei- und Samenzelle Mord ist. Und die Antwort muss glasklar Ja lauten. Nichtsdestotrotz darf eine Frau nicht gezwungen werden, gegen ihren Willen ein anderes Lebewesen zu versorgen. Murray Rothbard bezeichnet den Fötus im Mutterleib noch als Parasiten, was zwar den gegebenen Tatsachen entspricht, aber in der Regel emotionale Ausbrüche bei der Pro-Leben-Fraktion verursacht. Was gilt nun? Wäre Abtreibung in einer Privatrechtsordnung erlaubt oder verboten? In unserer heutigen etatistischen Welt geht die Tendenz dahin, dass Lobbygruppierungen versuchen, den Staat dazu zu bringen, ins Gesetz zu schreiben, dass Ärzte dazu gezwungen werden müssen, eine Abtreibung durchzuführen. Und das wäre in einer Privatrechtsordnung natürlich undenkbar. Ein Arzt müsste entsprechend unter vollständiger Berücksichtigung der Gesamtsituation eine persönliche Entscheidung fällen, ob er eine Abtreibung vornimmt, und ebenfalls bleibt offen, ob Versicherungen auch noch für eine Abtreibung bezahlen, die weder medizinisch noch psychologisch erforderlich scheint. Allein das würde die Grenzen des Missbrauchs von ärztlichen Eingriffen bei dem einen Lebewesen, bei lebendigem Leib die Knochen gebrochen werden und die Überreste aus dem Mutterleib gesaugt werden, einen so starken Riegel vorschieben, dass Abtreibungen wohl nur noch in wirklich starken Grenzfällen wie Vergewaltigungen in Betracht gezogen werden. Dass gar kein Arzt mehr Abtreibungen vornimmt, ist dagegen unwahrscheinlich, denn in einer Privatrechtsordnung gilt, wo eine Nachfrage ist, gibt es ein Angebot und ohne Verbote gibt es keinen Schwarzmarkt. Abtreibungen wären folglich in einer Privatrechtsordnung Ausnahmefälle.